Jagdflugzeuge gehören zu den Fliegerkräften unserer Luftstreitkräfte Luftverteidigung. Die Flugzeugführer in ihren schnellen Maschinen sind die Hüter unseres Luftraumes und handeln an der Seite der Bodentruppen und Flottenkräfte. Hoch über den Wolken und dicht über dem Erdboden. Im diensthabenden System des Warschauer Vertrages schützen sie zuverlässig und gemeinsam die Luftgrenzen unserer Länder. Mord Gustav, der 7403. 361. Die Flugzeuge, die sie fliegen, haben alle eine Bezeichnung. Und die wurde für uns zu einem Begriff. Die Väter der MiG-Flugzeuge, die ihnen auch den Namen gaben. Iwanowitsch Mikojan und Michail Gurjewitsch. So entstand die Abkürzung MiG, der wohl bekannteste Begriff für Jagdflugzeuge der sozialistischen Armeen. Die Anfänge des Flugwesens. Erst wollte der Mensch nur einfach fliegen. Als man das konnte und die Welt von oben sah, erkannte man auch schnell die militärische Bedeutung des Flugzeuges. So tauchte das Flugzeug im Ersten Weltkrieg über den Fronten auf. Als Kurierflugzeug, als Artilleriebeobachter und letztlich auch als Waffe, der Luftwaffe. Eine Erkenntnis setzte sich durch. Waffen aus der Luft eingesetzt sind einmal mitentscheidend für den Sieg. Ab 1924 entstand auch in der Sowjetunion eine eigene Flugzeugindustrie. Das große Land schneller zu erschließen, aber auch den jungen Sowjetstaat besser zu schützen. Das MiG-Konstruktionsbüro entwickelte ab 1939 seine ersten Jagdflugzeuge. Hier eine MiG-3, die 1940 in die Serienproduktion ging. Sie erreichte eine Geschwindigkeit von 640 km pro Stunde. Die Bewaffnung 3 bis 5 MGs. Im Großen Vaterländischen Krieg waren neben den MiG-Jägern auch Jagdflugzeuge aus den Konstruktionsbüros von Lawotschkin und Jakowlew im Einsatz. Die Jag-9 von Jakowlew erreichte eine Produktionsziffer von 14.514 Maschinen. Die MiG-3 blieb bis 1943 im Fronteinsatz. Sie gehörte zu den Luftverteidigern von Moskau, der Kubanfront und der Krim. Der dreifache Held der Sowjetunion, Pakrischkin, schoss mit einer MiG-3 seinen ersten faschistischen Luftgegner ab. Noch 1944 begann in der Sowjetunion eine neue Etappe im Jagdflugzeugbau. Denn mit den propellergetriebenen Maschinen waren keine größeren Geschwindigkeiten mehr zu erreichen.
So entstanden Flugzeuge mit Mischantrieb. Eine MiG-13. Vorn Propeller und im Heck ein Strahltriebwerk mit Kompressor. Das erste reine strahlgetriebene Jagdflugzeug bei Mikojan und Gurjewitsch war die MiG-9. Sie hatte zwei Triebwerke und erreichte 965 Kilometer pro Stunde. Das Arbeitsprinzip eines Radialtriebwerkes, an dessen Entwicklung in der Sowjetunion seit 1937 gearbeitet wurde. Aus dem Zug des Propellers wurde der Schub des Gasstrahles, der das Flugzeug nach vorn bewegte. Strahlgetriebene Jagdflugzeuge entstanden fast gleichzeitig auch bei Jakowlew mit der Jak-17 und bei Lavochkin mit der La-15. 1946 erhielt MiG den Auftrag, ein Jagdflugzeug zu entwickeln, das über 1000 Kilometer pro Stunde erreichte. Mit der bekannten Tragflächengeometrie war das nicht zu schaffen. Es entstand eine Maschine mit gepfeilten Tragflügeln, die MiG-15. Die MiG-15 war auch das erste strahlgetriebene Jagdflugzeug unserer noch sehr jungen Volksarmee. Sie war eine Ganzmetallkonstruktion in Mitteldeckerbauweise. Mit der Tragflügelpfeilung von 35 Grad erreichte die MiG-15 1076 Kilometer pro Stunde. Aber die Anforderungen des Gefechts verlangten bald schnellere Maschinen. Man arbeitete weiter an der Tragflächengeometrie und es entstand die MiG-17 mit 45 Grad Tragflügelpfeilung. Die MiG-17 wurde in verschiedenen Versionen gebaut. Als MiG-17F erhielt sie ein Nachbrennertriebwerk. Die MiG-17PF wurde zusätzlich mit einem Funkmessvisier ausgerüstet. Damit war sie das erste Jagdflugzeug der sozialistischen Armeen, das Luftziele in den Wolken und bei Nacht bekämpfen konnte. Zur Bewaffnung zählten drei Kanonen unterschiedlichen Kalibers. Die revolutionierenden Veränderungen im Militärwesen verlangten auch von den MiG-Konstrukteuren neue Überlegungen. Eine zweite Generation von Jagdflugzeugen wurde entwickelt, der Schritt zum Überschallbereich getan. Bei der MiG-19 wurde die Tragflügelpfeilung auf 55 Grad erhöht. ...1954 wurden die ersten Jagdfliegergeschwader der sowjetischen Luftverteidigung mit MiG-19 ausgerüstet. Sie erreichte eine Geschwindigkeit von 1450 Kilometer pro Stunde und eine Dienstgipfelhöhe von 18.700 Meter. Sie war mit drei Kanonen und verschiedenen Raketen bestückt. Die hohe Geschwindigkeit verdankte die Maschine nicht nur den aerodynamischen Veränderungen, sondern auch den beiden weiterentwickelten Triebwerken mit mehreren Verdichterstufen. Nicht ohne Stolz wurde dieses erste Überschalljagdflugzeug in unseren Luftstreitkräften geflogen. Der Überschallbereich war erreicht. Das nächste Ziel, die doppelte Schallgeschwindigkeit. Nach vielen Versuchen die zweckmäßigste Lösung bei MiG, die Delta-Flügel.
Die MiG-21 gehört noch heute zum festen und zuverlässigen Bestand unserer Jagdfliegerkräfte. Viele Modifikationen erreichten die Serienreife und wurden durch weitere Änderungen an der äußeren Form, der Ausrüstung und der Bewaffnung ständig verbessert. Ein Blick hinter die schützende Aluminiumhaut der MiG-21. Die hermetisch abgeschlossene Druckkabine für den Flugzeugführer. Einige Instrumente, ohne die das Fliegen unmöglich ist. Das Sichtgerät des Funkmessvisiers. Die Kontrolle für das ein- oder ausgefahrene Fahrwerk. Der künstliche Horizont zur Bestimmung der Fluglage. Der Magnet- und Radiokompass. Der Drosselhebel zur Regelung der Triebwerksleistung und des Nachbrenners. Der Flugzeugführer findet seinen Platz auf einem Katapultsitz mit den wichtigsten Versorgungsleitungen. Sauerstoff für die Atemmaske und Druckluft für den Höhenschutzanzug. Der Katapultsitz wird dem Flugzeugführer im Havariefall zum Lebensretter. Bei der planmäßigen Überprüfung werden alle Rettungssysteme gewartet. Hier das Einsetzen der Patrone zum Festziehen der Sicherheitsgurte, denn beim Katapultieren müssen Flugzeugführer und Sitz eine feste Einheit bilden. Neben der aerodynamischen Neukonzeption trug vor allem das leistungsfähige Triebwerk dazu bei, die doppelte Schallgeschwindigkeit zu erreichen. In der Kontroll- und Reparaturstaffel wird das Triebwerk einem festgelegten Überprüfungszyklus unterzogen. Der maximale Startschub von 54 kN belastet das Material erheblich. Hohe Verantwortung ist gefragt. Dies sind die Worte von Mark Lasarewitsch Galay, Testpilot der ersten MiG mit Strahltrieb, der MiG-9. Neben der Kanonenbewaffnung sind an der MiG-21 gelenkte und ungelenkte Raketen zu montieren. In dieser Kassette finden 16 Raketenaufnahmen, mit denen der Flugzeugführer wirkungsvoll Luft- und Erdziele vernichten kann. Sind Sie in Ihrer Maschine auch auf sich gestellt, so sind es doch mehr als 60 Armeeangehörige, die durch ihr Mittun die Voraussetzungen schaffen, damit die Flugzeugführer ihren Auftrag erfüllen können, Sieger im Luftkampf zu sein. Die MiG-21 ist ein Jagdflugzeug der zweiten Generation, das schon einige Eigenschaften einer dritten aufweist.
so ist sie für unsere Jagdfliegerkräfte noch heute unentbehrlich. Aus den Anforderungen des modernen Gefechts entstand bei MiG eine dritte Generation von Jagdflugzeugen. In diesem Schwenkflügler vereinen sich die Erfahrungen von der MiG 9 bis zur MiG 21. Durch den schwenkbaren äußeren Teil der Tragflügel wird die MiG 23 universell einsetzbar. Den minimalen Pfeilwinkel der Tragflügel benutzt der Flugzeugführer beim Start, bei der Landung und beim Flug mit geringen Geschwindigkeiten. Zum Aufholen der Geschwindigkeit werden die Tragflügel voll gepfeilt. Dann erreicht die Maschine bis zu 2500 km pro Stunde. Diese konstruktive Lösung der Schwenkflügel macht die MiG 23 besonders manövrierfähig für den Luftkampf. Bei der MiG 21 beträgt die Startmasse 8000 Kilogramm. Die MiG 23 erhebt sich mit 17.500 Kilogramm in die Luft. Bei der MiG 9 erreichten zwei Triebwerke einen Startschub von 20 Kilonewton. Das Triebwerk der MiG 23 hat einen Schub von 120 Kilonewton. Übernahme des Flugzeuges durch den Flugzeugführer für einen Ausbildungsflug. Die Aufgabe lautet: Abfangen eines Luftzieles. Die verschiedenen Dienste am Boden haben ihren Teil zur Erfüllung des Gefechtsauftrages geleistet. Jetzt ist der Flugzeugführer auf sich allein gestellt, um im Luftkampf zu bestehen. Und Luftkampf bedeutet höchste physische und psychische Belastung. Er ist aber auch Ausdruck für den Sinn des Soldatseins im Sozialismus: den Frieden zu sichern und den Krieg durch hohe Wachsamkeit und Gefechtsbereitschaft zu bekämpfen, bevor er ausbricht. Aufgabenstellung, Index 212 in die 04, 223, 06, 227, 05. Die einfache Darstellung des Abfangvorganges. Ein Luftgegner dringt in das Hoheitsgebiet unseres Landes. Von einem entsprechenden Flugplatz starten die Abfänger. Die Abfänger, die beiden MiG 23. Zieldarstellung fliegt eine MiG 21. Streife der 1. 3 Hört. Bereit zur Übernahme der 212, Kanal 2. 1 zu 3, Überfahrt 212 auf Kanal 2. Ja, sorry, das ist Venazza zurück. Na, mit dem Jugend auf. Wer ist in Venazza, Tumu? Wer ist der Tasch? Jetzt tue ich es, Kurs, wer ist die Siemnesjad? Der Gefechtsstand hat den Abfänger übernommen und befiehlt den errechneten Kurs. West in Venazza, Tomu, Rasmorod, Bravo, Krähen, Triezeit, Kurs, Stopp, Jattes, Jatt. Der Steuermann leitet aus dem Radarschirmbild den Manöverbeginn ein. Eine Rechtskurve.
212, Тому, 12 впереди, выше 500, удаление 8, высокое. 212, понял. 12 впереди, удаление 8, выше 500, я вижу. Der Abfänger hat das Ziel im Funkmessvisier. Der Luftkampf beginnt. 212, Тому, ziel ваше, атакуйте, отвал право. 212, понял. Атака, отвал право. Der Angriff, hier nur eine Übung, endet mit der Vernichtung des Gegners. Eine Aufgabe wurde erfüllt, die im diensthabenden System unserer Jagdfliegerkräfte zur Realität werden kann. Jan und Gojewitsch haben Generationen junger Flugzeugkonstrukteure ausgebildet und erzogen, die in der Lage sind, Jagdflugzeuge zu bauen, die für die Erfüllung unseres Klassenauftrages erforderlich sind. In den Händen bewusster und befähigter Kämpfer sind sie ein wesentlicher Faktor für den Sieg im Gefecht.